Ja, wir befinden uns heute Morgen an diesem Montag, den weiß ich was, Februar, auf der Anfahrt zur Western Leone. Das ist die, ja, das Denkmal an den legendären Western. Spielen wir das Lied vom Tod. Hier wurden etliche Szenen dieses Films einst zelebriert, erarbeitet und hier. Gestern Abend haben wir den Film gesehen und jetzt schauen wir uns die Landschaft ab. Die eigentlichen Kulissen sind nicht mehr original, nur noch das ehemalige Haus. Steht auch noch da, anderes Zeug drumherum, tralala. Aber wir finden es interessant, uns das heute hier mal anzuschauen. Haben gerade pro Person 11 Euro bezahlt plus ein Freibier. Und ja, interessant allemal diese Western-Kulissen-Geschichte hier in Augenschein. Das soll jetzt nicht, ne? Nein. Das sind ja alle völlig aus dem Holz. Das ist so, damit habe ich ja 40 Jahre mein Geld verdient. Ja. Mit Labern. Und manchmal... Blick, Mensch. Ich bin oft in der Klasse rein und wusste in dem Moment noch nicht, was habe ich denn heute eigentlich für Unterricht. Und dann habe ich angefangen, einfach Improvisation ohne Ende. Ja, genau, das muss man auch können. Ja. So, hier ein Riesenparkplatz, da stellen wir uns ein bisschen da hinten in der Ecke. Ich denke, die Tür hier. Ja, heute sind wir mit einem Auto hierher gefahren. Neulich haben wir das versucht, hier mit Fahrrädern diese Location, diese Filmlocation zu finden. Aber das haben wir irgendwie uns verquanzt, waren hier in dem Canyon nebenan, kamen dann mit den Fahrrädern nicht hier hoch. Und heute erkunden wir mal so einige Locations per Auto. Und da konnte ich mit den Hunden gerade bei YouTuber und Neufreund Horst mitfahren. War cool so.
Also ich bin jetzt nicht bemüht, mir hier ein genaues Bild zu machen, wofür die einzelnen Kulissengebäude hier, für welche Filme sie benutzt wurden, ob hier wirklich mal Menschen gewohnt haben, ob das hier alles Fassaden sind, eben Filmkulissen, die aufwendig einst erstellt wurden und die jetzt allmählich vor sich hin verschwinden. Ohne Hund durch die Schlucht sind wir geradelt.
vor zwei Tagen bin ich hier mit YouTuber Horst hier unten durch diese Rampler durchgeradelt. Und wir waren eigentlich auf der Suche nach Western Leone und noch da oben ist noch so ein anderes historisches Bauwerk. Und wir haben es von unten nicht gesehen und haben auch nicht gedacht, dass hier oben eine Autostraße hingeht. Da waren wir ziemlich verpeilt. Auf jeden Fall lohnt es sich, beides zu tun, unten entlang zu radeln und jetzt hier oben mal die alten Western-Kulissen, Filmkulissen in Augenschein zu nehmen, zu filmen, die Atmosphäre sich hier reinzuziehen. Diese Landschaft ist schon wirklich genial zum Drehen von Western-Filmen aller Art. Ja, als ich vor mehr als 50 Jahren diesen Film gesehen habe, Spiel mir das Lied vom Tod, da hat mir sowohl die Art des Filmens wie auch diese spektakuläre Filmkulissenlandschaft und ganz besonders auch die Musik von Ennio Morricone unheimlich gut gefallen. Und diese Morricone-Musik, Spiel mir das Lied vom Tod, ziehe ich mir gerne bis zum heutigen Tag rein und benutze es auch gerne als Hintergrundmusik für meine YouTube-Videos.
Ja. Ja, in diesem Salon, wo wir hier gerade ein Bier trinken, was im Eintrittspreis enthalten ist, da dieses Gebäude haben wir gestern als zentrales Gebäude in der Einleitungsgeschichte des klassischen, legendären Western-Spiels mit das Lied vom Tod gesehen. Und natürlich wurden diese Kulissen später auch noch für andere Filme verwendet. Und jetzt ist es ein Salon, aber damals war es das Wohnhaus einer Familie, die umgebracht wurde. So im Western hätte ich gerne auch mitgespielt. Aber ich hab so viele Western. Ist der interessant? Ja, der Knast ist nur da. Ich meine, es sieht ja von innen aus wie ein Knast. Ja. Die Gitter, alles steht ja noch. Ich kann nicht da einsperren. Okay. Nachher auf dem Rückweg gehen wir nochmal in den Knast. Oh, das war die Idee, die immer alle reingehauen hat. Ja. Sieht so aus, ja. Entweder haben sie hier angepflanzt oder geschützt, dass die Karnickel nicht abfressen. Was meinst du? Meinst du, es wäre aufgeforstet, der Versuch aufzuforsten? Ja, beides. Aufforsten und schützen. Wenn hier wirklich Regen kommen sollte, dann müssen wir 3 Tage später nochmal hinschützen. Ja. Alles ganz anders. Ja. Sich das hervorragend eignet als Kulisse. Und irgendjemand hat mir gesagt, es sei Ende der 60er Jahre in Tabernas gewesen. Das sei das ein kleines Dorf gewesen.
Und es könnte auch sein, dass das durch die Western-Filmemacherei ein bisschen aufgeblüht ist. Sie machen Science-Fiction, also auch Horrorfilme und so ein Zeug. Da ist eine Frage, da brauchst du eigentlich die Wüste nicht für. Das kannst du alles im Studio machen. Angst wovor? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich habe in der Stadt Angst, überfallen zu werden. Ja. Aber doch nicht in der Wüste. Und mehr Menschen als weit. Wilde Tiere oder gefährliche Tiere gibt es ja auch nicht. Und haben das so ein Gefälle besichtigt, ob das fahrbar ist? Das hier erinnert mich irgendwo dran. Das war eine Filmkulisse. Ist eine Filmkulisse, meinst du? Festung? Wir nähern uns gerade einer weiteren Filmkulisse, die allerdings von keinem mehr genutzt wurde und die hier als Bruch und Dalles in der Wüste rumsteht. Hier war ich schon mal vor 3 Jahren. Da war sie noch nicht so auseinandergefallen wie jetzt, aber interessant. Klar, aber das ist schon über 50 Jahre, steht das. Hässlich, ätzend. Wenn das so hier liegen bleibt, ist ja bitterböse. Was meinst du, was für Behälter da unten drin sind? Ich möchte das nicht wissen. Chemie. Das sieht nicht mehr vertrauenswürdig aus. Kann man noch reingehen mit der Treppe? Die Treppe hoch? Geht, Vorsicht, Glas. Ey, wa, komm her. Hier wird schon nicht mehr weiter. Ja, auf Google Maps findet man diese Location hier und El Condor. Und Horst hat eben recherchiert, um was für einen Filmgeschehen es sich da gehandelt haben könnte. Und da ist die Rede von einer Festung. Aber das sieht alles andere aus, nur nicht wie Festung. Auf jeden Fall eine gewaltige Filmkulisse aus Pappmaché, die jetzt 50 Jahre hier allmählich zusammenbricht und als Sondermüll hier rumliegt. Und die haben auch etliche Leute Sondermüll entsorgt. Und das ist schon etwas bitterbös. Ja, weiter reingehen ist natürlich lebensgefährlich hier. Deswegen trete ich jetzt auch gleich wieder den Rückwärtsgang an. Also das hier ist schon ein dummes Gefühl, wenn man diese Menge an jetzt Müll, zurückgebliebener Filmkulissenmüll in einer grandiosen Landschaft sieht. Das hat nicht mehr viel mit Filmgeschichte und sehenswert zu tun. Das ist ja einfach bitterböser Rücklass der Western-Filmgeschichte.
Weitergehen. Die geht in den Canyon rein. Und dann schlimmst du noch die Giftwälder da. Ja, genau. Yes, lässig, ja? Das ist lässig hier.
Bleib. Ich helfe dir. Bleib. Der ist bestimmt auch im Klo. Ja? Ja, ich denke mal, dass die Leute hier in der Regel nur auf ihre Karte Bier trinken und gehen nicht wieder. So, wir haben heute den ganzen Tag in dem Filmszenerie zugebracht, schon wieder vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Rückweg im Wohnmobil von Horst. Horst entsorgt gerade hier an der Tanke noch sein Grauwasser. Und hier gibt es coole Baguettes und er bringt mir was zu trinken mit und ich bewache hier meine Hunde. Fly, Ava, kommt hier hin. Komm her. Hier hin. Ja, ganz witzig, habe ich glaube ich schon erwähnt. Horst steht mit seinem Wohnmobil jetzt auch auf der Finca, auf dem Privatgelände von Arne. Arne hat gestern Horst zufällig unterwegs in der Wüste getroffen, als er mit seiner neuen Enduro unterwegs war. Und die beiden waren sich so sympathisch, dass der Arne jetzt Horst eingeladen hat, bei ihm zu stehen. Und gestern Abend haben wir zusammen gegrillt, haben zusammen den Film geguckt, Spiel mir das Lied vom Tod. Und heute waren wir in der Kulissenstadt, wo auch einst wichtige Szenen aus diesem legendären Film gedreht wurden. Und da haben wir heute den ganzen Tag zugebracht zum Filmen, Fotografieren, Staunen, Erinnern. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg und ich bin auch ziemlich K.O. und wir machen uns noch einen gemütlichen Abend. Aber am Horizont sieht man eine Schlechtwetterfront auf uns zuziehen. Und wir sind jetzt sehr gespannt, ob es dabei auch ein bisschen Regen für die Wüste gibt. Wäre nicht schlecht, denn die Wüste, da wächst einfach nichts, weil es zu trocken ist.